Das heißt aber auch über meine Sorceress, dadurch, dass ich dieselbe Stadt genommen habe, muss ich die Flasche zum Beispiel gar nicht mehr freischalten. Die habe ich schon von Anfang an. Was auch recht praktisch ist. So, die Selbstmorddinger sind immer noch recht gefährlich. Und ja, solche Fallenräume können auch recht gefährlich werden. Was habe ich da eingesammelt? Goldgain erhöhen. Hm. Auch nicht schlecht. So, einfach von Gegnern erstmal fernhalten. Gucken, dass wir dem Spuckerzeug ausweichen. Und ja, wichtig ist, wir haben auch viel weniger Health als Paladin. Diamant. Blackjack. Schau seinen Gegner mit der Primärattacke zu stunnen. Oh, nicht schlecht. Aber ich sollte erst das Erz hier drüben einsammeln, bevor ich alles hochschicke. Das heißt, wir sind auch auf dem besten Wege, unsere Town Hall auf Stufe, auf die nächste Stufe zu bringen, weil mehr können wir im Augenblick auch gar nicht machen. So, alles mal nach oben schicken, nach unten. Also ja, wenigstens gibt es so einen Aufzug auf jeder Ebene. Ups. Ja. Das war nicht so gewollt. Ganz ehrlich nicht. So, können wir mal die Waffe weiter upgraden? Das bringt schon mal was. Und dann können wir sie auch hier gleich mal verbessern. Ja, dadurch bounce das Ding öfter. Und mit jedem Bounce wird der Schaden auch erhöht. Jo. So, das heißt, wir können wieder runter. Da ist gleich der Aufzug wieder. Das hier kennen wir auch noch. Wobei das hier hat eine kleine Gemeinheit eingebaut. Werdet ihr nämlich gleich sehen. Ich habe das Gold, das Geld jetzt absichtlich zuerst geholt. Weil wenn ich den Schalter umlege, dann bleibt die Platte aktiviert und man kommt nicht mehr an das Zeug daran. So, Leben brauchen wir gerade keins. Gegner brauchen wir eigentlich auch keine, aber das bleibt uns leider nicht erspart. Wow. Thank you.
So, dann bouncen wir mal um die Ecke. Okay, erst den Schlüssel holen vielleicht. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Ja. Physischer Schaden ignoriert gegnerische Rüstung, bringt uns nicht viel, weil wir keinen physischen Schaden machen. Da drüben wäre ein Stück Käse. Hier oben liegen zwei Diamanten und jede Menge Geld rum. Ich glaube, so ein Diamant bringt 50. So, dann erstmal hier. Alles platt machen. Das Erz hier holen. Hier unten wäre Käse, den wir nicht bräuchten. Oh, da oben waren wir auch noch nicht. Ja, hier gibt's Geld. Ist kein Secret und da waren wir auch noch nicht. Hä? Achso, okay, da geht es halt nicht weiter. Hey. Wir hatten es nur nicht richtig aufgedeckt. Also, das heißt, wir können Zeug nach oben schicken. Haben ein Achievement gekriegt für den Run. Beziehungsweise für die Stadt. Ich glaube, die Achievements sind stadtübergreifend. So, erstmal die loswerden. So. Dann gucken wir mal. Das ist Rätsel ist natürlich wieder einfach. Also so müsste das sein. Mhm. Squad of Magic Missile Page 2. Magic Missile Steals 25 Magic Damage. A Wizard Starting Kit, okay. Da ich keinen Wizard habe, frage ich mich, ob mir das überhaupt was bringt. So, erstmal das Ding ausschalten. Und ja, eigentlich kriege ich die Gegner hier gerade so gut tot, dass ich keinen Kometen brauche. Secret? Secret. Eine Dawn Armor mal wieder. Da, guckt euch die blöden Fledermäuse an. So. Tot euch. Ja, man merkt mittlerweile, als Sorceress ist es einfacher. Oh, da drüben wäre sogar ein...
Heilquelle. Wow, au. Dafür tut das höllisch weh. Au, und das erst recht. Trinken wir lieber unseren Trank. Wenn da schon drüben schon eine Quelle ist, dann nutzen wir die nachher auch. Okay, der Weg weiter runter. Wir sind jetzt gerade mal auf Floor 2. Was heißt die heiße Quelle? Ich bin auch schon beschädigt hier irgendwie. Eine Heilquelle, wollte ich sagen. So, hier sind ist ein bisschen... Ah. Geld. So, und das haben wir auch noch hingekriegt, ohne drauf zu gehen. Nehmen wir lieber noch den Apfel hier. Hey, wenigstens ein Erz kriegen wir hier unten. Füllen unseren Mana, unseren Trank nach. Schicken unsere Ressourcen nach oben. Finden wieder ein Secret Squall of Magic Missile. Unleashes one magic missile when casting a skill. Okay. Ah. Wow. Will ich da rein? Geschafft, auch wenn ich nicht mal an das Gold komme, weil die Truhe im Weg steht. Das war jetzt ein Trollbereich. Oh, aber Level Up, das ist immer gut. Da oben ist schon wieder ein Boss. Wow. Da ist auch noch ein Boss. Oh, der Boss hat was gedroppt. Plus 15 Health. Oh, ein Spawner war da auch noch. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Nee, den Fallenraum da, den lasse ich jetzt mal.
Das Geld hochschicken rentiert sich auch noch nicht. Mal gucken, was ist hier oben. Oh, Nahrung, das ist gut. Da wäre ein Shop. Das war ein Boss.